Herzlich willkommen auf Teen Football. Heute schauen wir uns mal an, wie der BVB mit einer möglichen Ronaldo-Verpflichtung spielen könnte. Die Bild hat bestätigt, dass der Berater von Ronaldo wirklich Ronaldo beim BVB anbietet und dass sie sich auch in Gesprächen befinden. Klar, es wurde auch schon von einigen wieder dementiert, dass der BVB kein Interesse hat. Aber ich fände es schon eine geile Verpflichtung, weil allein die Trikotverkäufe würden gefühlt schon 10 Millionen einnehmen oder sowas. Und wenn halt Ronaldo mal sagt, okay, ich nehme halt nur ein 20 Millionen Gehalt, was für den BVB ja schon richtig, richtig viel ist, dann könnte das vielleicht was werden. Vielleicht eventuell auch eine Leihe. Da gab es ja mal die Möglichkeit mit einem Optionsjahr, dass er dann ein Jahr ausgeliehen wird. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber naja, ich würde sagen, wir fangen auch schon an mit der Aufstellung. Klassisches 4-3-3. Im Tor Gregor Kobel als Ersatzmann dahinter Alexander Meyer. In der Innenverteidigung mega starkes Duo Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Auf der Linksverteidigerposition hat man dann Rafael Guerrero. Der Rechtsverteidigerposition Thomas Meunier. Als Backup auf der Linksverteidigerposition Tom Rothe. In der Innenverteidigung Mats Hummels und Koulibaly. Und auf der Rechtsverteidigerposition Marius Wolf. Ich denke, Marius Wolf und Thomas Meunier werden sich abwechseln, weil Marius Wolf hat jetzt eine ziemlich gute Leistung gezeigt. Marius Wolf ist zwar offensiv, aber ich finde, man kann ihn gut auch als Rechtsverteidiger spielen. Im Mittelfeld würde ich eine 6 spielen, ein zentraldefensiver Mittelfeldspieler, Salih Özcan. Der ist ja aktuell noch nicht ganz fit. Wenn er fit ist, denke ich, würde er die beste Option sein. Als Backup für ihn würde ich Mo Dahoud setzen. Mo Dahoud, finde ich, hat sich defensiv auch nochmal ganz schön gemacht. Deswegen er auch als 6, als 6er Backup gesetzt. Im zentraloffensiven Mittelfeld würde ich 2 Zehner spielen lassen, Bellingham und Marco Reus. Reus ist ja der typische Zehner, schon die Abschlüsse, alles mögliche und die Steckpässe. Bellingham wird dann vielleicht sich ein bisschen zurückfallen lassen und eher so der balleroberne Mittelfeldspieler werden, der vielleicht so ein bisschen die Mittelfeldzentrale organisiert. Als Backup für Marco Reus hat man Gio Reyna. Der war jetzt auch wieder relativ lang verletzt. Ich hoffe, dass er mal nicht mehr so lang verletzt ist und sich dann auch schön entwickeln kann. Für Bellingham hat man auch Julian Brandt auf der Seite, den man auf jeden Fall bringen könnte oder theoretisch auch einen Emre Can. So, jetzt kommen wir zum heißen Thema und zwar der Sturm. Man könnte verschiedene Variationen wagen. Man könnte zum Beispiel Youngster Bino Gittens spielen lassen. Man könnte Daniel Mahl spielen lassen. Also ich würde sogar sagen, dass man Ronaldo auf dem linken Flügel spielen lässt, weil aktuell man auf dem linken Flügel sonst niemand wirklich Starkes hat. Im Sturmzentrum hat man dann Anthony Modest, ihn würde ich trotzdem spielen lassen. Und auf dem rechten Flügel hat man dann Karim Adeyemi. Als Backup für Karim Adeyemi auf dem rechten Flügel hat man dann Jamie Bino Gittens, der auch sehr, sehr stark spielt. Im Sturmzentrum hätte man dann theoretisch Youssoufa Moukoko, wo nachrücken könnte. Und Daniel Mahlen auf der linken Seite. Also wenn man sich die Aufstellung an sich anschaut, schon saustark. Auch in der Breite des Kaders, in der Abwehr, noch Hummels als Rückmann. Vor allem im Mittelfeld aber auch, kann man einfach noch unheimliche Qualität mit einem Mo Dahoud oder einem Julian Brandt einfach nachliefern. Und auch im Sturm, wenn dann Ronaldo dabei ist, meiner Meinung nach echt, echt krasse Qualität. Klar, du kannst theoretisch Ronaldo auch im Sturm spielen und dann... Und auf dem linken Flügel dann zum Beispiel Jamie Bino Gittens oder Daniel Mahlen spielen. Mir wäre sogar Ronaldo persönlich lieber im Sturm, aber mal schauen. Auf jeden Fall Top-Besetzung und auch ein Top-Startelf, muss man wirklich sagen. Also ich wäre sehr gespannt und ich hoffe auch, wie gesagt, immer noch, dass es passiert. Leider, also ich glaube auch nicht wirklich daran. Ich glaube, der BVB wird es halt einfach nicht machen. Freuen würde es mich trotzdem, aber ich denke, eins der größten Probleme wird halt einfach sein. Gio Reyna hat ja schon die 7 und es ist irgendwie so, dass man während der laufenden Saison nicht einfach die Rückennummer ändern kann, bla bla bla. Und ich glaube nicht, dass Ronaldo mit irgendeiner anderen Rückennummer spielen will. Aber gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr keine weiteren Analysen, Transfer-Updates und so weiter mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.